Fragebuch, wo alle unsere Top-Gäste sich müssen durcharbeiten müssen, durch alle 500 Fragen. Da haben wir ein bisschen Zeit. Ja, Cantalupi und Rohr müssen ein bisschen warten. Also, die erste Rubrik, die wir sie ausgesucht haben, Thematik jetzt gerade. Zwei Dinge, die sie heute getan haben. Auto gefahren und einkauft. Ich würde sagen, der Rausch ausgeschlafen, aber bist du Auto gefahren, hast du gar keinen gehabt. Nein, sicher nicht. Nein, gut, einkaufen bist du auch. Ja, ja. Bist du ein Migros oder ein Scoping? Ah, mit uns dem Migros? Migros, ja. Migros. Ja. Bist du so einer, der immer, wenn du in den Einkaufswagen schaust, das Körbchen, wo so die meisten Sachen sind immer die gleichen? Ja, sicher. Ja, mit Gewöhnung. Gewohnheitstier, weißt du? Genau, das geht mir. Das geht, glaube ich, auch nicht gleich. So, die nächste Frage, die hier mit Violett markiert ist: Lust und Laster. Wie belohnen Sie sich? Außer mit Eisen. Was kaufst du, um dich zu belohnen? Spare Ribs. Nein, bei mir muss es nicht immer eine Belohnung geben, aber zwischendurch, wenn ich mal etwas mehr gönne, dann sicher ein gutes Fleisch oder so, da sage ich wirklich nie nein. Ich komme Hunger über. Was Ihre Eltern über Sie denken, das ist eine von meinen absoluten Lieblingsfragen, Frage 353. Warst du ein schwieriges Kind? Ja, schwierig nicht, aber... Bist du so mit auf dem Platz, bist du so wirbelig, so schnell, so unberechenbar, bist du auch ein Kind? Ja, nein, aber ich bin sicher einer gewesen, wo sie immer etwas zu tun haben, da schon. Schwieriger als deine Schwester? Ja, ja. Viel schwieriger. The Soccer Lounge, presented by Raiffeisen, every Monday at 7 p.m. on sportlhd.com.